Psychiaterin, wenn die uns helfen würde. Es wäre für uns wie ein Lotto-Sechser. Einfach wie Martin sein Leben zu erleichtern, leichter zu ertragen, wenn er eben einen Lift hätte. Und genau in dieser Sache ist Katrin heute unterwegs. Ihre Bauhelden Günther und Jürgen haben sich mächtig ins Zeug gelegt und eine geeignete Liftfirma ausfindig gemacht. Doch ob Katrin hier auch Erfolg haben wird? Schließlich geht es um eine äußerst kostspielige Bitte. Grüß Gott. Hallo, grüß Gott. So, Katrin Lampe von ATV, freut mich. Ihre Firma wurde mir empfohlen als die führende Firma für behindertengerechte Aufzüge. Und erneut erzählt Katrin die berührende Geschichte vom 13-jährigen Martin, der sich selbst die Stufen hinaufhandeln muss. Jetzt meine Frage an Sie. Würden Sie uns da unterstützen? Da müssen wir helfen. Ja? Ja, super. Gerne. Ich glaube, dass diese Hebebühne für Rollstuhlfahrer die ideale Lösung wäre bei Ihrer Aufgabenstellung. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wirklich sehr danke große für den Besuch. Und eine große Hilfe für den jungen Mann. Dankeschön. Okay, wiedersehen. Na, wenn das kein Erfolg. Ein großer Tag im Leben des gehbehinderten Teenagers Martin und seiner Familie. Denn heute sollen der Lift und das Badezimmer eingeweiht werden. Katrin kann es gar nicht erwarten, ihren Schützling Martin strahlen zu sehen. Hallo! Willkommen zur Feier. Hallo! Darf ich dir gleich die Sektflasche in die Hand tragen? Hi, Martin! Hallo! Hi. Du hast ja schon Brötchen und alles gemacht. Lift-Einweihungsparty, Martin. Super. Was sagst du? Bist du aufgeregt? Ja. Ja? Ziemlich. Ich freue mich schon so, wenn ich mit zum ersten Mal mit dem Lift auffahren darf und nicht nur mit den Händen aufkrallen muss. Das wird schon richtig super werden. Zum Fest sind selbstverständlich auch alle Sponsoren geladen. Denn auch sie wollen den Moment nicht verpassen, in dem Martin seine Jungfernfahrt mit dem Lift unternimmt. Für jeden ein Gläschen Sekt. Ich glaube, wir haben ja heute was zu feiern. Schön. Prost. 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 Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ich glaube, das macht uns alle sprachlos. Ich denke mal, ihr alle habt es ermöglicht, dem Martin und der ganzen Familie einen großen Traum zu erfüllen. Ja, also die Firma Weigel hat für euch den Aufzug zur Verfügung gestellt. Dankeschön. Ein Aufzug braucht natürlich auch einen Liftschacht und die Firma Schneeberger hat diesen zur Verfügung gestellt. Ja, ganz oben drauf kam natürlich ein Dach. Da war die Firma Mureholz so freundlich in Kooperation mit der Firma Griesdach. Vielen Dank. Bitte. Die Firma Satrodeck hat den Liftschacht verputzt, dankeschön. Und die Firma Röfix hat das Material dazu geliefert. Ja, und nun zum Badezimmer. Die Firma Reisenhofer hat den Trockenausbau dafür übernommen, vielen Dank. Die Fliesen gelegt im Badezimmer hat die Firma Fliesenbürger, vielen Dank. Bitte. Die behindertengerechte Einrichtung kommt vom Bäderparadies, SHT Bäderparadies, vielen Dank. Ja, und in dem neuen Badezimmer gab es natürlich jede Menge zu installieren, montieren und die Montage und die Installationen. Das alles hat die Firma HSA übernommen. Vielen Dank. Und schlussendlich für die Planung und Organisation des Projekts einer meiner blauen Engel, der Günther von der Bauherrenhilfe. Mein zweiter blauer Engel von der Firma PPL. Der Jürgen ist heute leider krank, aber meine beiden blauen Engel, die übernehmen alles, überwachen alles. Vielen Dank. Bitte gerne. Unsere Sponsoren haben sich wirklich einen Riesenapplaus verdient. Vielen Dank für diesen tollen Einsatz. Martin, aber jetzt würde ich sagen, der große Augenblick ist gekommen. Mhm. Wollen wir gemeinsam den Lift anmachen? Ja. Ja, dann fahren wir. Los geht's. In wenigen Sekunden wird Martin zum ersten Mal in seinen neuen Aufzug steigen. In einen Aufzug, den sich seine Familie immer schon für ihn gewünscht hat, den sie sich alleine jedoch nie hätte leisten können. Jetzt ist es soweit, Martin. Bitte schön. Du darfst das Bad zuschneiden. Du weißt schon, du musst nur mal diesen Knopf drücken. Mhm. Und dann beginnt sozusagen die Fahrt ins Glück. Du brauchst nie wieder deinen Rollstuhl abzulegen, musst nie wieder die Stufen raufkriechen. Du kannst immer mit dem Lift fahren. Super? Das ist super. Dann wollen wir gleich mal. Mhm. Aber wir auch gleich drücken? Ja, sicher. Licht. Halte die Tür auf. Na gut, Leute.